wenn andere Städte scheiße sind. Ich will nicht nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin. Ich will nicht nach Berlin. Auch wenn da alle meine Freunde sind. Ich will nicht nach Berlin. Will ich nicht nach Berlin. Ich will nicht nach Berlin. Jetzt sind sie doch in der Hauptstadt. Kraftklub, fünf Jungs aus Chemnitz, die wohl kurz vor ihrem ganz großen Durchbruch stehen. Hinter ihnen liegt ein aufreibendes Jahr. Bundesvision Song Contest, Festivals, ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland. Vor ihnen ihr größtes Tourkonzert in Berlin, die Stadt, über die sie extra einen Song geschrieben haben. Besser gesagt einen Abgesang. Als wir den Song geschrieben haben, sollten wir hierher ziehen. Und darüber haben wir uns die ganze Zeit aufgeregt. Und dann haben wir jeden Abend so ein Treffen gehabt mit irgendwelchen wichtigen Leuten aus irgendwelchen wichtigen Berufen. Die haben teilweise tatsächlich so geredet wie in dem Lied, das sind quasi Zitate. Ich hab da gerade so ein Projekt, super, noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt, irgendwas im Creative-Bereich. Ja, haben wir noch, während wir in Berlin waren, den Song geschrieben, abgegeben und sind zurück nach Chemnitz gefahren und gesagt, leckt uns am Arsch. So rein businessmäßig kommen die Jungs jetzt aber öfters her. Ein großes Plattenlabel mit Sitz in der Hauptstadt hat die Newcomer verpflichtet. Und Kraftklub haben in Berlin eine Menge Fans. Ironischerweise vor allem Szenejünger. Genau die, über die sie sich in ihrem Lied auslassen. Im besten Fall haben die halt irgendwie Selbstironie. Im schlimmsten Fall verstehen sie es halt einfach nicht. Das ist auch der Grund, warum der Song in Berlin so einen Erfolg hat. Weil die Hipster sich nie gegenseitig als Hipster sehen. Die sehen immer nur den anderen als Hipster. Sie sehen nie sich selbst als Hipster. Sich selbst und ihre Musik beschreiben Kraftklub selbstbewusst als Sex auf Deutsch. Jungsmusik gemacht für Mädchen, sagen sie. Das Rezept geht auf. Wir sind Kraftklub, guten Tag! Wie bei den meisten Konzerten auf ihrer Autobahn zur Hölle-Tour spielen Kraftklub auch in Berlin vor ausverkauftem Haus. Yeah, die Wolken strippen wieder und der Sommer ist vorbei. Scheiß Nacht, ich glaub, ich lass das mit dem Kiffen lieber sein. Aber noch nie waren es so viele Menschen. Mit knapp 2000 Leuten ist es das größte Konzert der gesamten Tour. Und ein ziemlich wildes. Die Berliner rocken ab und nehmen Kraftklub ihren Anti-Berlin-Song auch fast gar nicht übel. Wir zählen nun mal zu den Leuten, die in diesem Lied aufgezählt werden. Und deswegen finden wir das natürlich grundsätzlich scheiße, dieses Lied. Aber trotzdem ist Kraftklub natürlich gut, wir können ihnen das verzeihen. Wir sind Berliner, also wir stammen aus Berlin, deshalb ist er nicht gegen uns. Ich find's genial. Bald erscheint ihr zweites Album, mit K heißt es. Im Januar kommt es auf den Markt. Bei ihrer neuen Single, Eure Mädchen, wird diesmal niemand beschimpft. Die Message ist eine andere. Wir sind nicht wie die Bier. Wir machen Rockmusik. Wir sind nicht wie die anderen Jungs. Doch eure Mädchen tanzen wir so. Da geht's um ganz viel Feiern und auf die Kacke hauen. Also. Oder hast du irgendwo noch eine ganz tiefe Message versteckt? Im Prinzip ist es so eine, also textlich so ein bisschen so eine Standortbestimmung, so ein bisschen. Ist ja alles mega krass gelaufen. So. Wir können mit unseren besten Kumpels, sind wir 2 Monate auf Urlaub. Wir kriegen jeden Abend Essen hingestellt und können spielen und sogar, und dann ist es sogar voll, wo wir spielen. Und das ist ja voll krass irgendwie.